zusammen. Ja, ihr Lieben, wir kommen zu unserem ATC-Tausch, Thema Ton in Ton. Ich finde das Thema so genial, weil es einfach mal was anderes ist. Ja, da kann sich jeder so ein bisschen individueller austoben, als wenn wir jetzt beispielsweise das Thema Ostern hätten. Da weiß man ungefähr, was jeder so bastelt, aber so dieses Thema Ton in Ton, jeder macht einfach was anderes. Ich finde das so spannend und ja, mag so eine Themen echt sehr gerne. Ihr habt wieder tolle Karten gewerkelt. Einige, ja, wussten nicht, was sie so zu diesem Thema machen sollen. Ist auch völlig okay. Wie gesagt, macht euch keinen Stress. Setzt einfach dann einmal aus und macht dann beim nächsten Thema wieder mit. Weil, ja, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich dazu irgendwas zwingt und irgendwas, dann, ja, zusammenstellt, was dann einem doch irgendwie nicht gefällt. Also deswegen ruhig einmal aussetzen. Ist doch wirklich kein Problem. Und dann einfach beim nächsten Mal gerne wieder mitmachen. Ja, ein paar Zusendungen habe ich dann doch bekommen. Und ja, damit schießen wir jetzt einfach mal los. Beziehungsweise ich fange erstmal mit meinen Karten an. Ja, für mich lag es auf der Hand, in Vintage zu werkeln, da mein Tisch voll ist im Moment mit Vintage. Ja, wegen meines Junk Journals. Und dann dachte ich, nee, jetzt räume ich da nicht noch, also nicht noch mehr zum anderen Thema dazu, sondern mach was in Richtung Vintage. Und das sind einmal diese Karten. Ja, ich habe mir wirklich zu 99% Mühe gegeben, im Braun zu bleiben. Also ganz minimal sind dann mal andere Töne dabei, aber ich hoffe, das ist okay. Also ich fand es jetzt persönlich nicht schlimm. Ne? Und ja, da sind die dann zum Thema Ton und Ton entstanden. So, dann habe ich hier die Karten von der Helga. Und auch Helga hat sich für Braun entschieden. Und auch in Richtung Vintage. Auch sehr schön. Ne? Also wenn jetzt die Karten sehen, die jetzt so keine Einfälle hatten, die denken dann jetzt wahrscheinlich auch so, ja, natürlich. Ne? Also im Nachhinein fällt mir auch immer noch so viel ein. Aber dann, wenn es drauf ankommt, ja, dann hapert es manchmal. Ne? Ich kenne das, also es ist auch nicht verwerflich. Alles ist gut. So, dann habe ich hier die Karten von der Carmen. Und Carmen hat sich für Orange entschieden. Das sieht auch wirklich klasse aus mit den Ballons und den Love is in the Air. Ja, ein Spruch. Also ich habe ja auch immer gerne einen Spruch drauf bei meinen Karten, aber diesmal, ja, wusste ich absolut keinen Spruch und ja, meine Karten waren ja dann auch schon relativ voll. Geht dann auch mal ohne, ne? Als nächstes habe ich die Karten von der Marion. Und die Marion, die hat ihre Schmetterlinge hier so ganz toll aufgeklebt. Das sieht wirklich aus wie Efeublätter in Schmetterlingsform. Ich finde, ja, das ist ganz interessant, wie sie es geklebt hat. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Die hat so die Ecken auch mit runtergedrückt und in der Mitte dann Formtape unter. Finde ich sehr, sehr interessant so. Gefällt mir echt gut. Ja, grün ist einige Male vertreten tatsächlich. Und ja, das wäre natürlich auch mein zweiter Gedanke gewesen, das Grün zu nehmen. Und was haben wir noch öfter? Ach, Blau haben wir auch ganz oft so in Richtung Maritim dann, ne? Dann kommen auch schon die nächsten Karten in Grün. Und zwar sind die von der Kim. Sie hat sich hier für einen Frosch entschieden. Sehr schön und ich muss auch sagen, eine sehr schöne Randstanze. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Ich habe ja einige gekauft und habe sie noch nicht benutzt. Ganz, ganz schlimm. Ich muss die jetzt unbedingt mal benutzen. So, dann kommen hier die Karten von noch einer Helga. Und ich bin über alle Berge verliebt, weil es hier um Wichtel geht. Ich liebe Wichtel. Und das hat sie so akkurat schön umgesetzt. Also wirklich, ja, jede Karte hat einen anderen Ton. Das ist so auch völlig in Ordnung. Das kann man natürlich so machen. Und ich finde den Wichtel einfach so entzückend. Mit diesem bunten Mantel dann an. Also oh, richtig, richtig toll. Ja, und dieser Brief, meine ich, war bei meiner Nachbarin gelandet. Der war ja gut gepolstert und dadurch ist er aufgegangen. Und
Er wurde leider bei meiner Nachbarin fälschlicherweise abgegeben. Also ich traue ihr auf keinen Fall zu, dass sie den Brief selbst aufgemacht hat. Aber ich traue ihr zu, dass sie reingeguckt hat. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Ich meine, es sind ATC-Karten, damit kann die nichts anfangen. Die weiß nicht, was das ist. Und, ne? Aber ja, leider war der Brief offen und ja, da kann ich euch nur noch mal als Tipp geben, umso mehr ihr das polstert, umso doller müsst ihr halt auch echt die Lasche zukleben, weil ja, die Postboten, die gehen da nicht so ganz super mit um. Und ja, dann kommen auch die Briefe mal offen bei mir an. Also es ist jetzt kein Einzelfall, es kommen sehr viele Briefe offen an. Ich bin dann immer ganz froh, wenn alle ATCs drin sind. Aber muss ja nicht immer so der Fall sein. Je nachdem, wo der Brief gerade aufgeht, kann dann auch echt mal was verloren gehen, ne? Dann habe ich hier die Kärtchen von der Monika. Sie hat sich für Lavendel entschieden. Ja, da ist, glaube ich, noch eine dabei mit Lavendel. Das ist auch super stimmig. Echt richtig, richtig schön. So, hier habe ich jetzt die Karten von der Zita. Und sie hat hier einfach so geniale Sprüche dabei. Also, ich bin wirklich beeindruckt, weil diese Sprüche kenne ich auch echt noch gar nicht. Hier unten zum Beispiel, ich hätte einen Kuchen für dich, aber hab ihn gegessen. Ich finde den so gut. Ja, richtig klasse. Dann habe ich hier die Karten von der Silke. Auch Silke hat sich für Braun entschieden. Hat noch so einen schönen Spruch dabei gegeben. Lachen ist die schönste Sprache der Welt. Und dann eben die Karte dazu, ne? Ja, richtig schön. Tolle Idee. Ja, und dann geht es los mit dem Maritimen. Und zwar von der Doro. Mehr fragt nicht, mehr macht glücklich. Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Ich freue mich auch, wenn ich, ja, meinen nächsten Urlaub wieder am Meer verbringen kann. Ich bin tatsächlich so, dass ich im Sommer nicht ans Meer möchte. Ich bin eher so, ja, Winter jetzt unbedingt auch nicht, aber wenn es kühler ist, dann bin ich lieber am Meer, als wenn es so heiß ist und da so viele Leute sind. Das ist absolut nicht mein Ding. Aber wenn es dann so kühler ist, mit dem Wind und so, ich liebe das. Ja, so viel dazu, falls es euch interessiert. So, dann haben wir die Karten von Manuela. Auch maritim. Sehr schön mit den Flaschen. Und ein toller Hintergrund. Sieht aus wie embossed. Ja, das ist embossed. Ja, richtig toll. So, dann habe ich hier als nächstes die schönen Karten von der Wiebke. Ton in Ton in 3D. Tolle Idee. Da musst du allerdings aufpassen, dass du dann nicht zu dick wirst. Also hier, das ist, diese beiden sind schon ein bisschen sehr hoch aufgebaut, weil es ist ja nun so, dass ja eigentlich viele in diese Höhlen sammeln, ich ja auch. Und meine Höhlen, die sind sehr eng. Also da würde ich die jetzt hier zum Beispiel gar nicht mehr reinkriegen. Ne? Und dann, ja. Sitzt das auch alles nicht mehr so schön und verbiegt sich so ein bisschen. Ansonsten wirklich eine tolle Idee. Aber da eben drauf achten, dass man da wirklich nicht zu hoch mit wird, ne? Dann habe ich Gabi hier und auch Gabi hat sich für grün entschieden. Also, ich glaube, fast grün macht den Renner hier. Und ja, sie hat dieses schöne Bild geschaffen. Ja, sehr, sehr schön. So, dann habe ich hier die Karten von der Ramona in Petrol. Eine wunderschöne Farbe. Es ist ihre Lieblingsfarbe. So ist nämlich ihr Titel. Und ja, das ist auch wirklich eine mega Farbe. Die macht irgendwie immer was her. Finde ich auch ganz, ganz klasse. Und passt natürlich auch super mit dem Grünzeug. Na, echt schön. Jetzt habe ich hier die nächsten Karten mit Lavendel von der Daniela. Und die Daniela hat hier sogar einen echten Lavendel mit aufgeklebt. Das ist natürlich auch eine super Idee und alles total stimmig. Echt schön. Ja, und die Daniela hat euch hier, ich glaube, das hat sie letztes Mal auch schon, einen Tee wieder beigepackt. Lecker, lecker, lecker.
So, hier habe ich jetzt die Karten von der Christiane. Sie hat sich hier für einen Kater entschieden, der eine Torte wegschleppt. Echt ein schöner Stempel. Ton in Ton geblieben, aber Ton in Ton, das habt ihr ja alle geschafft. Also, da ist ja keiner aus der Reihe getanzt. Ja, richtig schön. Dann habe ich hier die Karten von der Marion. Und Marion hat sich für Halloween entschieden. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, was sind das für Stempel? Hast du die selbst geschnitzt aus einer Kartoffel oder so? Oder gibt es die wirklich so? Also das finde ich sehr interessant und das würde mich mal interessieren. Ja, seht ihr mal. Thema Halloween hättet ihr auch machen können, ne? Also wir haben ja gerade die Wahl in der Facebook-Gruppe. Thema Herbst, Thema Halloween. Ein paar waren für Halloween, aber die Mehrheit ist tatsächlich für Thema Herbst. Und ja. Naja, wir machen erstmal weiter mit der Kerstin. Und Kerstin hat hier auch ganz interessant gearbeitet. Jede Karte eine andere Farbe. Echt schön. Ja. Die grüne habe ich schon rausgenommen. Die war nämlich für mich. Und bevor ich da durcheinander komme, nehme ich sie lieber vorher raus. Dann haben wir die Karten von Brigitte. Und Brigitte hat sich auch für Blau entschieden. Und hat hier auch ganz interessant gearbeitet. Ja, sieht klasse aus. Und dann wird es wieder maritim von der Kati. Sie hat hier sogar mit Schütteelement gearbeitet. Das macht natürlich immer sehr viel Arbeit. Und hat sich dann für Blau entschieden und maritim. Total schön. So, hier habe ich die Sabine und Sabine hat sich auch für Blau entschieden und für Schmetterlinge. Schmetterlinge gehen tatsächlich immer. Ich nehme auch Schmetterlinge zum Thema Winter. Ne, ich habe so einen schönen Spruch, irgendwie Schmetterlinge sind die Schneeflocken des Winters oder so. Und da habe ich dann natürlich auch schon Karten zum Thema Winter mit Schmetterlingen gemacht. Also ganz vielseitig, ne? Dann kommen die Karten von der Gudrun und Gudrun hat sich hier für eine Rose entschieden. Ja, das ist eine super schöne Stanze, die ich auch echt gerne benutze. Und ist dann in Rosa geblieben. Auch echt schön, das schimmert total toll. Ja, super. Ja, dann habe ich hier die Karten von der Michaela vom Kanal Millicree mit Liebe kreiert. Und sie hier natürlich absolut Ton in Ton. Meine Kamera hat immer Probleme, weiß einzufangen, aber ich glaube, das klappt gerade ganz gut. Hier hat sie noch so Highlights gesetzt mit kleinen Schmetterlingen in Glitzer. Also wirklich super schön. Auf weiß wäre ich jetzt gar nicht mal so gekommen, aber das sieht einfach echt richtig, richtig klasse aus. Ja, ihr Lieben, das waren sie wieder, die ganzen schönen Karten. Vielen Dank für eure Teilnahme. Ihr habt immer so mega schöne Ideen. Und ja, jetzt wollt ihr sicherlich noch das neue Thema erfahren. Ein paar haben es ja schon gehört in meiner Facebook-Gruppe, beziehungsweise gelesen in meiner Facebook-Gruppe. Ich habe dort diesmal abstimmen lassen, und zwar zwischen dem Thema Herbst und Thema Halloween. Ich hätte zu beiden eine Idee. Mir wäre es eigentlich relativ egal gewesen. Ich tendiere minimal mehr zu Herbst. Und ja, so wurde auch in der Gruppe dann abgestimmt. Thema Herbst ist eindeutig Sieger. Ihr wollt gerne zum Thema Herbst basteln, dann soll es auch so sein. Also werket mir wieder 9 Karten bzw. 8 Karten, wenn ihr eure eigenen nicht sammelt, zum Thema Herbst. Schickt sie mir zu bis zum 20.10. und dann kommt eventuell wieder ein Video, je nachdem, wie es passt. Ansonsten kommt gerne in meine Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr auch eure Werke posten. Ja, wer neu dabei ist oder wer neu mitmachen möchte, schaut gerne unten mal in die Beschreibung unterm Video. Da findet ihr alle Informationen. Und dann meldet euch einfach gerne bei mir und dann können wir zusammen was Schönes basteln. Ja, ihr Lieben, ich sage tschüss. Wir hören uns in den Kommentaren oder eben im nächsten Video wieder. Bis dann!